Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich danke Herrn Kollegen Schmelzer für die Fragestellung und ich möchte da eins nur noch mal darauf hinweisen, und der Herr Vorsitzende hat es ja auch in seinem Vortrag zuvor darauf hingewiesen, dass wir weder eine Energie-Enquete waren, noch eine Enquete, die sich speziell mit Freihandelsabkommen beschäftigt haben. Und damit möchte ich eigentlich auch die Antwort auf das, was Kollege Brokkis zum Schluss vorhin vorgetragen hat, dann auch beschränken. Weil wichtig für mich ist, darauf hinzuweisen, dass die chemische Industrie sich schon immer durch eine große Anpassungsfähigkeit an neue Rahmenbedingungen ausgezeichnet hat. Und dazu gehört auch, dass Fehlentwicklungen in der Vergangenheit, wenn auch nicht immer, ganz freiwillig korrigiert worden sind. Doch jede industrielle Aktivität beeinflusst die Umwelt und führt zu ökologischen Belastungen. Und deswegen haben wir auch in diesem Bericht darauf hingewiesen, dass es politische Aufgabe bleibt, Umweltbelastungen und soziale Verwerfungen, die durch industrielle Produktion entstehen, abzufedern und Rahmensetzen zu gestalten ist. Wir waren das Land von Kohle und Stahl. Ja, und wir wissen, 2018 wird Steinkohle Geschichte sein. Und erlauben Sie mir den kleinen Ausflug. Deshalb muss es unsere Aufgabe sein, uns für den Erhalt der Arbeitsplätze in der Stahl- und Metallindustrie einzusetzen. Aber eins ist auch klar, und das ist auch ein wichtiges Ergebnis dieses vorliegenden Berichts: Die Bedeutung der chemischen Industrie für den Wirtschaftsstandort Nordrhein-Westfalen wird weiter zunehmen. Und deshalb gilt es, die Schlüsselrolle der chemischen Industrie, die sie als Ermöglichungsindustrie in fast allen Wertschöpfungsketten einnimmt, durch eine nachhaltige Entwicklung abzusichern. Und dazu müssen die Herausforderungen, die aus dem Klimawandel, der Endlichkeit der Ressourcen und der Notwendigkeit einer Energiewende hin zu erneuerbaren Energien resultieren, gemeistert werden. Und im Untersuchungszeitraum, der sich auf 15 bis 30 Jahre erstreckte, haben wir letzten Endes herausgefunden, und es gibt auch keine anderen Hinweise aus Studien, dass Öl der wichtigste Rohstoff bleiben wird. Und diese Entwicklung ist eng verzahnt mit den Veränderungen im Mobilitätssektor, da als Einsatzstoff nicht Rohöl eingesetzt wird, sondern ein Reststoff aus der Herstellung von mineralölhaltigen Kraftstoffen, das sogenannte Naphtha. Und auch schon jetzt sehen wir eine Diversifizierung der Rohstoffbasis hin zu alternativen Rohstoffquellen. Und wir haben es ja bereits gehört, ja, auch alternative fossile Rohstoffe wie Braunkohle wurden als theoretische Möglichkeit diskutiert. Und aber mit einem Anteil von kleiner 2% an der Rohstoffversorgung der chemischen Industrie hat Braunkohle eine untergeordnete Bedeutung für die Rohstoffversorgung. Und der Bericht benennt klar die hohen ökologischen und ökonomischen Hürden der stofflichen Braunkohlenutzung. Und diese passen nicht in die Investitions- und Nachhaltigkeitsprogramme moderner Industrieunternehmen. Ich sehe da keine Lösung. Die Braunkohle bleibt, ob zur Stromgewinnung oder zur stofflichen Nutzung, klimaschädlich. Und deshalb die Bedeutung der Braunkohle für die Stromerzeugung muss und wird mit dem Ausbau der erneuerbaren Energiequellen zunehmend geringer werden. Und auch aus diesem Grund haben SPD und Grüne bereits im Koalitionsvertrag vereinbart, dass es in Nordrhein-Westfalen keine weitere Erschließung neuer Tagebaue geben wird. Und zusätzlich wird eine Leitentscheidung, und daran möchte ich auch an dieser Stelle erinnern, der Landesregierung eine Verkleinerung der bereits genehmigten Abbaufelder nach sich ziehen. Als weitere fossile Quelle wurde Erdgas diskutiert, und sicherlich es ist zu beachten, dass die USA mit ihrer Strategie zur Nutzung von Schiefergas zu einem weltweiten Verfall der Preise für Öl und Gas beigetragen haben. Doch wir wissen, dass die Schäden an Natur und Umwelt, insbesondere der Verschmutzung von Wasser und Boden, nicht eingepreist sind. Und insgesamt sind die Gefahren für diese Naturgüter durch die Förderung von Schiefergas mittels Fracking nicht kalkulierbar. Und die Landesregierung und die Regierungsfraktionen lehnen deshalb Fracking ab. Und ich darf noch einmal hinweisen, auch auf die Umweltministerkonferenz der Länder, die ebenfalls bereits mit großer Mehrheit sich gegen Fracking ausgesprochen haben. Demgegenüber haben wir auch festgestellt in dem Bericht, es gibt einen Trend zur stärkeren Nutzung nachwachsender Rohstoffe in der chemischen Industrie.
Dieser Rohstoffwandel hin zu erneuerbaren Kohlenstoffquellen, insbesondere Biomasse, erfordert eine Anpassung der Verfahren, der Methoden und wird die Entwicklung neuer Produkte zur Folge haben. Daher wird es für uns, in einem zunehmenden internationalen Wettbewerb befindenden Chemiestandort Nordrhein-Westfalen von großer Bedeutung sein, wirtschaftliche Produktionsverfahren zu entwickeln und im Wettbewerb um neueste Technologien die Technologieführerschaft zu verteidigen bzw. auszubauen. Und die fraglichen Technologien müssen in der Lage sein, mit neuen Rohstoffkombinationen umzugehen und gleichzeitig der Ressourcenverknappung durch eine zunehmende Effizienzsteigerung entgegenwirken. Der vorliegende Bericht zeigt auch die Möglichkeiten auf, wie die chemische Industrie verstärkt Teil der Energiewende werden kann. Und darauf haben einige Kollegen ja bereits detailliert auch hingewiesen. Wir werden also zukünftig insgesamt anders wirtschaften. Anders bezieht sich dabei auf alle Bereiche, vom Rohstoff über die Verfahren bis hin zu Werkstoffen, deren Zusammensetzung schon beim Design, die Rückführung der Produkte in eine an Bedeutung zunehmende Kreislaufwirtschaft berücksichtigt. Letztlich ist klar geworden, dass vieles zwar technisch bereits möglich ist, aber für eine wirkliche nachhaltige und Klimaressourcenwende wichtige Bausteine fehlen. Und ich möchte da auch noch mal daran erinnern, dass zuvor, als wir uns auf den Weg gemacht haben, gerade diese Lösung als eine Art Science-Fiction oder als zu sehr zukunftsorientierte Lösung angesehen worden ist. Aber bei der Erarbeitung dieser Fragen und bei der Diskussion mit den Sachverständigen und auch dem Gutachten, was es dazu gab, kann man sagen, dass es eine Möglichkeit, dass Möglichkeiten sich eröffnen von alternativen Rohstoffquellen wie CO2 und anderer Gase, weil wir es schaffen werden, den wichtigsten Baustein, nämlich Wasserstoff, sonnenlichtgetrieben herzustellen. Und da bin ich auch sehr stolz auf das Land hier in Nordrhein-Westfalen, denn wir haben mit dem Max-Planck-Institut in Mülheim, das wissen sicherlich auch einige von Ihnen, die nicht Teil der Kommission waren, ein Institut, was sich aufgemacht hat, diese Herausforderung zu meistern. Und damit kann Nordrhein-Westfalen langfristig zum Zentrum einer Chemie werden, die nach dem Prinzip arbeitet, von der Natur lernen. Und ich möchte mich zum Schluss bedanken bei allen, die sich auf den Weg gemacht haben, die komplexen Fragestellungen zu lösen und auch vor allem den Sachverständigen, weil sie haben wirklich durch Engagement, durch unermüdlichen Einsatz und auch durch ihre Freude, uns Dinge beizubringen, die auch für mich als Chemikerin neu waren, Dinge beizubringen, die dazu beigetragen haben, dass diese Enquete mit einem so guten, erfolgreichen Bericht zu Ende gegangen ist. Wir haben in diesem Bericht wichtige Themenfelder indiziert und Lösungsansätze skizziert und wie wir eine tatsächliche Wende schaffen können. Eine nachhaltige Klima- und Ressourcenwende mit der Chemie als Teil der Lösung. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Frau Dr. Weisheim.